Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Heute vom Sander Baggersee und ja, ist der Test für das zweite Qualifying nächste Woche. Und ja, mal gucken, ob ich hier ein paar Brassen fange. Oh, viel zu weit geworfen. Ja, so. Ja, Ausrüstung ist die gleiche wie im letzten Video beim Test am Genternheusen, Niederlande. Fürs erste Qualifying. Versuche es ja auch weiter mit Erbse. Und wie ihr gesehen habt, jetzt hat natürlich erstmal ein Karpfen gebissen. Leider sind hier an dem Spot nicht nur die Brassen, sondern auch die Karpfen, und die gehen natürlich auch auf Erbse. Ah, das könnte jetzt eine Brasse sein. Brasse in Trophäengröße, 2,2 Kilo. Nice. So, fangen wir gleich noch eine hinterher. Wieder viel zu weit. Ich bin hier morgens 9 Uhr. Ich schätze mal, so um die Zeit rum wird das auch beim Turnier losgehen mit den Qualifying. Es geht ja über 8 Stunden, also 8 Ingame-Stunden, 2 echte Stunden. Und von 9, das wäre 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bis 17 Uhr. Vielleicht geht es auch später los. Vielleicht geht es auch bis 21 Uhr. Dann 4 Stunden später, also 9, 10, 11, 12. Vielleicht geht es auch erst um 13 Uhr los. Dann spule ich gleich nochmal auf 13 Uhr vor. Guck mal, wie da die Brassen beißen. Das ist wieder ein Karpfen. Na gut, dann, obwohl ich kann jetzt gar nicht vorspulen, weil ich gerade vorgespult hatte. Ja, 9 Minuten. Na gut, dann versuchen wir jetzt hier 9 Minuten lang noch Brassen zu fangen. Schauen wir mal, was als nächstes beißt. Ob es wieder ein Karpfen ist oder mal wieder eine Brasse. Ah, zu früh. Da war ich zu ungeduldig. Hätte ich warten müssen, bis die Glocke an der Rutenspitze läutet.
Ja. Wie immer muss man natürlich wieder Geduld haben. Manchmal kann es dauern, bis der nächste Biss kommt. Aber wir haben ja 9 Minuten Zeit. Ah, schon wieder was dran am Köder. Ah, besser mal warten, bis es bimmelt. Wenn es bimmelt, dann hat er auch wirklich gebissen. Ich habe schon die empfindlichste Glocke genommen. Und da scheint wie eine Brasse zu sein. Na gut, könnte auch ein kleiner Karpfen sein. Nö, ist eine Brasse. Diesmal eine kleine, 1,2 Kilo. Jetzt passt der Wurf. Machen wir mal einen Clip. 61 Meter. Man kann auch 60 Meter nehmen oder 59 Meter. Das dürfte alles noch okay sein. 62 Meter wird auch noch gehen. Aber so in dem Bereich beißen sie am besten. Und auf Erbse, wie gesagt, beißen sie auch am besten. Ja, als nächstes, dritte Qualifying ist dann Aktuba, Russland. Das wird dann das nächste Video werden. Und da Semifinale und Finale ja auch wieder hier Sander Baggersee und Aktuba sein werden. Brauche ich da keine weiteren Videos machen. Da werden die gleichen Spots aktiv sein wie im Qualifying. So, komm, jetzt kann mal langsam der nächste beißen. Egal ob Karpfen oder Brasse. Ist mir Latte sozusagen. Aber es beißt mal wieder was. Die, die den Sander Baggersee kennen, die wissen schon, welcher Spot das hier ist. Für alle anderen werde ich gleich nochmal zeigen, wo ich hier stehe. Damit sie sich nicht verlaufen. Weil Sander Baggersee ist riesig. Da gibt es 1000 Möglichkeiten zu angeln, wenn nicht noch mehr.
war gerade was dran am Köder, scheint aber wieder abgehauen zu sein. Ja, trotz Bimmeln war der Anschlag zu früh. War gar kein Ausschlag und war nur Bimmeln. Und so gut wie gar kein Ausschlag. Na gut, machen wir ein neues. Köder gefressen. Ja, da haut man mal nicht so schnell an. Wartet man, bis es zwei, dreimal gebimmelt hat und dann ist der Köder gefressen. Ganz schön biestig die Brassen. Oder vielleicht war es auf dem Karpfen. Ja, mit Rutenständer wäre einfacher, aber das ist ja leider nicht erlaubt beim Turnier. Man muss aus der Hand angeln mit der Fiederrute und das ist immer ein bisschen tricky. Mal beißen sie, mal nicht. Irgendwie. Wie gesagt, jetzt einmal, zweimal sogar schon zu früh angeschlagen und einmal viel Köder gefressen. Jetzt habe ich ihn. Das ist wieder nur eine kleine Brasse oder ein kleiner Karpfen. Junger Karpfen oder normale Brasse? Sieht aus wie ein junger Karpfen. Ja, ist ein junger Karpfen. Der Biss kam schnell. Ja, sieht eher nach Karpfen aus. Oder Trophy. Oder vielleicht sogar einzigartige Brasse. Aber nee, ist glaube ich eher Karpfen. 3-4 Kilo Karpfen vielleicht. Drei Kilo. Ich kenne noch die Pappeimer. Schauen wir gleich mal,
im nächsten Biss, ob die 9 Minuten rum sind. Dürfte ja auch gleich soweit sein. Sieht schon wieder mehr nach Brasse aus. Jawohl. Eine normale Brasse. So, wir können vorspulen. Gehen wir mal auf 13 Uhr. Gucken wir mal, was dabei ist. Und wie auch im letzten Video angle ich auch wieder ohne Grundfutter, also nur mit den Hauptköder am Haken. Das Geld kann man sich sparen. Wie ihr seht, die beißen ausreichend. Man wird auf jeden Fall die 20 Stück zusammenbekommen in den 8 Ingame-Stunden. Aber das ist wieder ein Karpfen. Und die würden auch mit dem Zusatzfutter auch beißen. Vielleicht sogar noch mehr als ohne. Ich angel lieber mit Blei und nur dem Köder am Haken. Mari Whipping Willow auf Karpfen. Natürlich auch nur mit dem Boilies ohne Futterkorb. Immer mit Blei. Spart Geld und man hat den 500 Kilo Kescher da auch locker voll in 4 bis 5 Ingame-Stunden. Gar kein Problem.
Also Brassen beißen um 13 Uhr auch, sogar 1300 Kilo, also 1300 Gramm, 1,3 Kilo. Ja, das soll es dann gewesen sein für dieses Video. Das nächste Video dann, wie gesagt, Aktuba. Bis dahin, tschüss.